Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World von Medieval 2. Und ja, nach einer bisschen längeren Pause bin ich jetzt wieder zurück. Ich war ein bisschen krank, bin es jetzt immer noch, aber es geht mir schon viel besser. Und ja, jetzt habe ich aber mehr Motivation, das ist auch gut. Und ja, ich habe nachgeschaut nach Mods, auch anderen Sachen, die gut sind, aber wirklich Conquer the World ist einsame Spitze im Gegensatz zu den anderen. Natürlich gibt es noch das normale Schwert und Speer, wo dieser Mod auch abstammt, aber ja, das ist halt noch nicht so gut, dass ich es let's playen müsste unbedingt. Könnte ich, wenn ich Bock habt, aber natürlich ist es niemals so umfangreich und ja. Könnt ihr hier mal die Rebellenarmee angreifen? So, der Priester ist hier unten. Haben wir alles gemacht das letzte Mal? Ich denke nicht. Ich habe zum Beispiel den nicht bewegt. So. Nein, ich will zu den Mongolen hier. Hier haben wir den Spion, den habe ich bewegt. Und wo ist der andere Spion hier? Ja, das bringt nichts, wenn du hier runter gehst. Gehst du hier oben hin. Und hier ist ja noch einer. Können wir lassen. Mehr gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also. Ja, wir haben alles. Oh, hier haben wir Venezia, aber das ist nicht so gut. Oh, die wollen schon angreifen. Leute, die haben desertiert. Die haben einfach desertiert. Okay. Ja, sterben halt zwei Könige pro Runde. Ich will hier aber nur mal killen. Ah. Oh. Gut. Dann haben wir hier noch den Kaufmann. Den tun wir dann auch besiegen. Wir haben keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Ah, du musst in die Stadt rein. Ich will in die Stadt. Greifen wir mal ohne Belagerungswerkzeug an. So viele Männer verloren, geht's noch? Ach komm schon. Oh mein Gott, du musst hier rein. Wieso ist es denn so schwer? Es ist doch nicht schwer. Ding haben wir. Ja, orthodoxe Kirche. Gut, ein Hafen, sehr wichtig für das Geld. Geh du noch hinein. Und noch ein paar Truppen. Und das nächste Mal wechseln wir aus. So. Ja, gut. Hier haben wir einfach Finanzen ein bisschen weniger, genau. Bei den Merkmalen. Ah, das ist jetzt zum Beispiel die Mission. Merkmal verloren, das meine ich, ja. Wir sind nicht mehr grausamer Anführer, gut. Oh Gott. Also, hier natürlich der Markt und hier haben wir die Kirche. Das Problem, wie lautet sein Name? Gib den Befehl. Ja, geh mal da drüber. Dann haben wir hier Bogenschützen. Da können wir mal drei nehmen und ja, das Problem liegt halt hier. Am fehlenden Schiff.
müssen wir das nächste Mal dort rein tun. So. Hier hätten wir noch zwei, zum Beispiel nach Konstantinopel könnten. Und hier ja, haben wir die Mini-Armee mit ein paar Leutchen. Ich wollte mit denen doch irgendwas machen. Ja, ich kann nichts machen. Dann gehen wir mal nach Holland, nach Schweden. Und hier wollten wir nach oben. Dann machen wir das mal. Hier nach unten. So. Gehen wir nach Katalonien. Und hier könnten wir mal Ungarn. Ja, bringt sehr viel. Greifen wir doch mal Wien an. Nein. So, wir gehen weiter nach oben und greifen Königsberg an mit dem Attentäter. Also angreifen ist ja ein bisschen übertrieben. Wir könnten schon mal hier hin und ihnen Angst einflößen. Aha, hier haben wir noch ein Schiff. Lassen wir das Schiff dort. Und was müssen wir noch machen? Haben wir den? Nein. Den da unten haben wir aber auch noch nicht, okay. Also, ein großes Reich haben wir schon. Das ist mal schon sehr schön. Und jetzt wollte ich noch schauen, was in den Städten so losgeht. Ja, ich kann halt nicht viel machen. Ah, hier ist schon wieder ein Priester. Ein venezischer Bischof. Das Problem, wie lautet sein Name? Wo haben wir denn? Ah, wir können gar keinen mehr ausbilden. Können wir hier noch einen ausbilden? Nicht hier. Athen. Nein. Die Limite ist aufgebracht. Dann müssen wir zuerst den eliminieren. Da kann man sowieso nicht, der ist viel zu mächtig. Wir müssen einfach entgegenwirken. 17. Vielleicht geht er ja dann mal weg. Aber die sind schon böse. Hey Gott, oh Gott. So. Ja. Dann haben wir scheinbar alles. Und wir machen weiter. So, ein Geschenk, 3000 Gulden. 42 haben wir jetzt. Okay, bisschen runter. Oh. Schauen wir ihn mal an. Ein Wurfmesser und ein junger Schüler. Ah, niemand verdächtigt ein Kind übler Machenschaften. Daher sind sie da, gerade darin besonders effektiv. Sehr schön. Dann werden wir mal den töten. Und wir haben nochmals etwas. Plus zwei Furcht, grausamer Anführer. Jetzt haben wir es wieder. Oh Gott. Also. Ich denke, wir könnten jetzt eigentlich schon angreifen. Geht ihr mal rein. Du kommst mit. Und die kommen mit. Die kommen mit und die kommen mit. Und hier machen wir halt wieder wenig. So.
das Lager auf. Die sind alle sehr teuer. Oh, 545 pro Monat. Wir bauen hier mal. Nein, Ställe brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist einen Markt. Und können wir hier wieder hoch? Ja, nicht so gut. Konstantinopel, ein Rathaus. Da machen wir die Ratskammer auch hier. Und in Smyrna bauen wir eine Fruchtfolge, oder? So. Dann können wir eigentlich hier noch einen Kaufmann ausbilden. Wir brauchen das Geld. Wir könnten den hier angreifen, wenn er noch da ist. Sonst gehen wir dann nach oben. Und die Apachen machen König England, also erklären König England den Krieg. Das ist ganz normal. Die Apachen sind ein angreifisches, ein Volk, das nicht sich einschüchtern lässt, und die greifen jeden an. Ja, aber wir haben angenommen. Wir haben Handelsrechte. Zu bedrängen. Wieso zu bedrängen? Gott. Alexander hat alles voll. Wir wollten hier. Nein, hier. Diplomatie. Ah, wird nicht angezeigt. Schade. Also, dann haben wir das. Jetzt könnten wir noch hier. Oh Gott, noch ein Ketzer. Ja, mein Herr. Ich bin Gottes, mein Herr. Benennt den Heiden, über den ich. Wir haben noch einen Ketzer. Was ist denn da los? Wahrscheinlich so ein katholisches Arsch. Sorry für die Katholiken, aber ich wollte nur die Person ansprechen, nicht die Katholiken. Ich wollte, diese Musik ein bisschen lauter stellen. Das ist so eine abgewandelte Form von einem Lied aus Gladiator, glaube ich. Eure Befehle. Setzen den Kurs, mein Herr. Befehle? Ja. Marschieren. Ja, mein Herr. Volle Segel. So, und dann haben wir noch. Können wir den Bischof töten? Nein. Ihr müsst immer wissen, die Anzeige ist immer falsch. 43% heißt irgendwas mit 16 oder so. Aber vor allem nicht so hoch. Weil ich habe so viel mal immer wieder geladen. Spielstände, entweder machen die Spielstände auch die Prozentchance niedriger. Aber das sind niemals diese angezeigten Prozente. Da lohnt es sich nicht, mit 43% anzugreifen. Also ein Attentat zu machen. So, wir wollen ja diese Siedlung haben, dann greifen wir die außen an. Und haben hier noch den Diplomat. Der geht ja nach Ding, Indien. So, und der geht nach Japan. Und jetzt haben wir noch, also die Spione haben wir gemacht. Ja, der Attentäter kann sich nicht mehr bewegen. Genau. Und Brian müssen wir überlegen, was wir machen. Wir brauchen unbedingt einen Anführer, also einen, der dort oben für Ordnung sorgt. Das ist ja mal schlimm. Und schon wieder einer.
Es ist wirklich nicht mehr lustig. Ich muss alle Priester töten. Ich bin so ein Religionsmörder. Nur damit meine Bürger eine Religion haben und die anderen nicht verbreiten dürfen, bin ich so ein Religionser, ein Priestertöter. Ob es dient ja unserem Volk. Und eine Religion pro Stadt reicht doch pro Land. Eieiei. So in solchen Game kann man doch schon mal ein bisschen böse sein. Aber eben nicht auf die Realität übertragen. Ich würde niemals andere religiösen Mitmenschen vertreiben oder so. Oder sogar töten. Huh. Ja, der Diplomat kann der eigentlich auch bestechen. Ich will Bestechung. Bestechungsangebot. Die lehnen einfach ab. Das geht. Ja, Friede sei mit euch, ja, ganz klar. Mit Rebellen mache ich nicht Frieden. Ah, Mann, ich muss die dorthin tun. Machen wir das nächste Mal dorthin. Und, ja, haben wir schon wieder fertig. Gibt's nichts mehr. Speichern. Wir machen so viele Spielstände, dass. Da könnt ihr gar nicht mehr zählen. So. Peter Kamirz. Attentat auf Peter Kamirz. Jetzt muss ich da wieder raus, die. Das ist nicht möglich. Die Mission machen wir nicht. Wir machen hier etwas. 30%. Mann, ich muss irgendwie den Spion ausbilden können. 33%. Es gibt leider nicht mehr solche Einheiten, die halt leicht zu besiegen sind. Vielleicht ein Diplomat? 75%. Wir müssen es wagen. Baubericht. Einen Kornmarkt. Gut, dann machen wir hier mal in Bran ist das. Wir müssen hier einen botanischen einen Brunnen zuerst machen und hier müssen wir einen Priester ausbilden und dann in Nizeo noch einen Hafen. Gut, das merke ich mir. So, jetzt haben wir wieder voll. Oh, das ist ein guter Mann, der kann, da kann man die Dinghöhe machen. Also eben Nizea. Da machen wir das zuerst. So. Und den Smyrna der Priester. Okay. Hier haben wir ja den Hafen gehabt. Jetzt nehmen wir hier einen Liter geben oder so. Fruchtfolge. Farmgemeinschaft meine ich. So. Und jetzt machen wir hier Hacke, Hacke, Hacke. Und gehen mit Alexander mit. Das ist unser Profi-Attentäter. Der geht mit Alexander mit. Und jetzt wollen wir es mal machen. Da wir keine Chance haben, machen wir sogar einen Nachtangriff. Oh nein, jetzt können wir die Einheiten in der Stadt nicht angreifen. Oh Gott. Okay, aber dann haben wir es leichter jetzt.
So, machen wir die doch da oben irgendwo hin. Zuerst einmal die Miliz. Es geht nicht gut. So, dann die außen. So, Bogenschützen hinten dran. Die Belagerungseinheiten gehen hier hin. Ah, müssen wir alle einzeln machen. Oh Mann, no. Hier können wir gar nichts hin tun. Ach egal, starten. Ja, die sind dort oben. Ganz klar. Alexander, du musst mitkommen. So. Dann können wir die schon mal gruppieren. Zuerst hinschieben. Ah, geht auch nicht. Was macht ihr dort? Geht weg da! Haut ab! Wieso gehen die alle? Oh mein Gott, und jetzt werden sie angegriffen. Diese Noobs! Ihr müsst hier hin. Ich hab ne... Oh mein Gott, und da hatten sie noch so viel Bogenschützen. Haut jetzt ab. Wir machen jetzt einen Frontalangriff. Die Belagerungseinheiten verstecken wir irgendwo weit hinten. Und dann nehmen wir noch Alexander mit. Und greifen von oben an. Ist nicht so gesund, was wir machen. Aber ist mir egal. Wir müssen irgendwie die Dinge umkurven und dann angreifen, die Bogenschützen angreifen. Angreifen müsst ihr uns so angreifen. Wieso macht ihr es dann nicht? Was sind das? Sperrmilizen, das ist nicht so gut. Da müssen wir hier noch warten. Ja, genau, greift uns an. Oh Mann. Die KI ist so scheiße. Kann man da nichts machen? An der KI irgendwie schrauben. An der Bewegung der Einheit.
So, jetzt haben die angegriffen. Easy mode. Bang. Den Feind hat es schwer erwischt. Ja, genau, in die Einheiten hinein. Ihr könnt es ja. Ich sehe keine Flaggen mehr. Alles ist zerrannt. Komm, wir bekommen alle. Ja, nur noch eine Flagge. Auch wenn wir keine Christen sind. Okay, ein Palax Pikanier hat noch eine Erfahrung bekommen. So. Sind eigentlich nicht gute Einheiten, können wir gleich plagen. Ah, gleich angreifen. Ja, so viele Einheiten verloren. Spinnt ihr? Oh Mann. Ein Goldmedaillon haben wir bekommen. Gefolge vergrößert sich. Ein Goldmedaillon. Ist das ein Mann oder eine Frau oder was ist? Ein Goldmedaille. Wir haben die Olympischen Spiele gewonnen. Wir haben eine Goldmedaille. So, ein Ratshaus. Ja, ist wichtiger. Und was haben wir denn hier? Eine russische Kriegsflotte. Aha. In Kaffa geht's nicht so gut, wahrscheinlich sind die im Krieg. Und jetzt können wir das Schiff mal hier hin tun. Können es aber nicht weiterbilden. Nö. Wir müssen nach Afrika jetzt. Wir lassen die in Ruhe dort. Und gehen dann nach Afrika. So, schauen wir mal hier unten. Hier müsste das Reich jetzt schon sein. Die haben nämlich schon Straßen hier. Schon mal besser. Gut, und hier müssen wir noch ein bisschen rüber. Dann haben wir hier noch den Diplomaten. Den haben wir jetzt schon bewegt. So. Der Spion möchte gerne mit. Mit dem Attentäter reisen. Und hier. Schauen wir mal, was hier unten ist. Das zweite Schiff ist ja hier. Hier hingesegelt. Dann haben wir noch. Den Diplomaten, genau. Und dieses Lied ist von Knights of Honor. Genau. Okay, ja, dann machen wir einen neuen Part. Ich sage bye bye, bis zum nächsten Part, wenn ihr Bock habt. Und ja, bis gleich oder bis, ja, irgendwann mal.